Ich lass die IP herausfinden, guck, wo die wohnen, und dann hau ich ihn auf die Fresse. Phil Collins ist ein Motherfucker. Ey, krass, Scheiße, Alter, dass du das weißt, sehr heftig. Hauptsache liquide. Moin zusammen und moin Summer Jam. Du bist bei uns zu Gast und zum Song Tindern vorbeigekommen. Yes. Hallo. Prinzip Tindern ist dir bekannt, also wie das funktioniert grundsätzlich? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie getindert, aber ich weiß, dass man beim Tindern swiped. Richtig, genau. Swipen ist schon genau. Der Fachausdruck, das heißt Tinderkurs 2.0 schon belegt, alles gut. Wenn du einen Song magst, den ich dir gleich vorspiele, dann wisch ihn einfach auf das grüne Herz. Wenn du ihn nicht so gut findest, dann ab damit auf das rote X. Okay, und wenn ich den richtig schlecht finde, kann ich dann so machen? Dann, du darfst noch zum roten X hinrennen und ihn noch richtig draufhauen, ja. Okay. Mit all der Gewalt. Dann gucken wir mal, was beim Songdaten, beim Songtindern rauskommt. Hier ist der erste Song für dich. Oh. Okay, der ist also schon mal auf jeden Fall... Outtier Brothers. Ja, klar, kenn ich. Großes 90er-Jahre-Fachwissen. Ja, ich hab das mal ausgerechnet, nachgegoogelt. Du warst 12, als der Song rauskam und als er lief. Krass. Hast du den da schon gefeiert und gepumpt oder erst später dann? Doch. Da schon. Ich kann mich noch an das Video erinnern. Das war sehr erotisch. Ja, ich weiß, dass die auch auf dem Index waren sie nicht, aber es war auf alle Fälle nicht ganz easy mit den Lyrics, die dazu hatten, weil es eigentlich nur darum geht, dass sie mit... Put your pussy... Genau. Was hat er nochmal? Boah, ich hab den Text nicht mehr im Kopf, aber... Ich kann mir war auch geil, die waren cool drauf, die Jungs. Glaubst du, dass wir später auch mal auf die Mucke aus unserer Zeit drauf gucken, also was jetzt so 2018, 2019 rauskommt, und dass wir das dann genauso feiern, wie das Zeug, was damals in den 90ern irgendwie geil war? Ich habe das Gefühl... dass es jetzt so eine Überschwemmung an Musik gibt, ne? Und dass es dann halt ein bisschen weniger wert ist. Mhm. Verstehst du? Zum Beispiel, du hast so einen Song gehabt wie Outtier Brothers, Boom Boom Boom, der war dann aber auch ein Jahr Thema. Jetzt hast du einen Song, kannst froh sein, wenn der 2 Wochen Thema ist. So. Dann kommt schon wieder der nächste. Der nächste Song für dich. Kennst du sie? Wer ist das? Das ist Dagi B. YouTuberin. Ah ja, klar, kenne ich. Klar, kenne ich. Ist das ist die Freundin von einem Freund von mir. Deshalb mache ich einfach mal direkt Swipe. Aus familiären Gründen quasi. Nein, ach was. Aber es, die Freundin von einem Freund von dir? Ja, nee, die Frau mittlerweile von einem Freund von mir. Ja. Liebe Grüße an Eugen Kasakov. Altes Banger-Musik-Mitglied. Das ist jetzt ihr, wie soll ich das sagen, ihr Beitrag, verspäteter Beitrag zur Roast-Yourself-Challenge. Also quasi, dass man sich selbst über die Diss- und Hate-Kommentare lustig macht, die so bei YouTube auf einen einprasseln. So dieses ganze Gehate und Kommentare, die unter den Videos landen, kennst du ja teilweise auch. Natürlich feiern die Leute auch viel, aber manche schreiben halt auch Sachen drunter, die vielleicht nicht mehr so nett sind oder kritisch gemeint sind. Wie gehst du da mit solchen Sachen um, wenn die bei dir drunter stehen? Ich lass die IP herausfinden, guck, wo die wohnen, und dann hau ich ihn auf die Fresse. Also nimmst du es dir wirklich zu Herzen oder ist es so, dass du sagst, muss ich halt mitleben? Nee, nicht wirklich. Ja? Nicht wirklich. Ja. Aber manche sind ja tatsächlich auch, äußern sich ja fachlich und nicht nur, weil sie es haten oder so. Wie kann man der Musik besser? Es ist ja jetzt nicht so wie Mathematik, dass du sagst, nee, guck mal, da hast du aber nicht den Satz des Pythagoras angewandt, sondern das und das und das. Das ist Musik, Mann, wenn es dir nicht gefällt. Es gibt genug andere Künstler und... Geh bitte ein YouTube-Video weiter und kürze dir da an. Genau. Okay. Mal schauen, was du zu diesem Song sagst. Noch unentschlossen? Brutaler Song. San Francisco... St. Franziskus, das ist eines der Jugendzentren, wo du in Reit bei dir damals... Ich beschäftige mich vorher natürlich mit den Leuten. Boah, heftig. Ja, stimmt. Das ist... Ey, krass, Scheiße, Alter, dass du das weißt, sehr heftig. Was ist denn etwas, was du dort quasi, ich sag mal, gelernt hast, was für heute immer noch Gültigkeit hat und was für dich heute immer noch irgendwas was bedeutet oder wo du sagst, das habe ich da gelernt und das war gut? Wir waren eine super Truppe da. Wir waren eine super Truppe, richtig guter Zusammenhalt, richtig gute Freunde. Ich würde mir das für die jetzige Jugend auch wünschen, dass die öfter in so Jugendtreffs zumindest so dieses,
wie soll ich sagen, dieser Community-Gedanke, mhm. der ist gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall. Wir sind alle Stadtkinder, wir sind mitten in der Stadt aufgewachsen. Ich habe zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, da konntest du kein Fahrrad fahren lernen, weil da ist einfach direkt die Straße gewesen. Da musst du quasi beim Fahrradfahren lernen direkt auf so einer Schnellstraße fahren. Und für so Stadtkinder ist das eigentlich ganz gut. So Jugendtreffs und so. Und wie hast du dann Fahrradfahren gelernt? Also ich habe versucht in der Gosse? Ich habe das sehr spät gelernt, ohne Scheiß. Und da war so eine, mein bester Freund hat mir das beigebracht. Da war so eine, so eine Auffahrt für alle Leute, die aus Reit kommen, direkt neben Netto, Friedrich-Ebert-Straße runter. Da hat mein Kollege mich einfach auf das Fahrrad gesetzt, hat gesagt, komm, und hat mich runtergeschubst quasi. Und dann bist du unten immer gegen Tor gegengeknallt, weil man nicht so schnell bremsen konnte, oder? Nee, alles easy. Ich habe dann natürlich auch sehr galant abgebremst. Und erst mit Stützrädern oder direkt ohne? Was für Stützräder? Ich rede davon, da war ich 10 Jahre oder so. Was für das Stützräder? Ist auch ein schönes Bild. Ich habe Stützräder gebraucht, bis ich 11 war, insofern. Echt? Nein, Quatsch. Okay, der nächste Song für dich. Man muss wippen, oder? Boah, was war das nochmal? Genesis. Ja, Mann. Invisible Touch. Genesis, krasseste Band, Alter, die es gibt überhaupt. Wirklich? Ja klar, nach Queen. Nach Queen. Oh, warte mal, warte ab. Warte mal kurz ab. Was fasziniert dich so an Genesis? Genesis, Phil Collins ist ein Motherfucker. Phil Collins ist krass, Mann. Alright. Wenn das Leute im Radio läuft, drehst du lauter. Natürlich. Meistens fahre ich sogar rechts raus und dann tanze ich auch eine Runde. Wie man es halt macht, ja. Wenn ein geiler Song läuft. Ja. Mal gucken, was du zu dem nächsten Song sagst. Alexej, ne? Kennst du, genau. Alexej finde ich auch gut. Zusammen mit Vanessa Mai. Ja. Wir zwei immer eins. Vier Zahlen, so heißt es. Wie glaubst du, kommt diese Verschmelzung von Pop und Hip-Hop, sag ich mal, immer mehr zustande? Hat das vor allem Gründe, weil man damit, keine Ahnung, mehr Leute ansprechen will und größeren kommerziellen Erfolg haben will? Oder weil sich das auch irgendwie künstlerisch was zusammen ergibt? Ich glaube, dass die Musikrichtungen sich mischen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Elektro in Hip-Hop reingeht, dass Hip-Hop bei, also dass sich auch Popkünstler immer so einen Rap-Part wünschen. Und man muss halt gucken, wie also ich stehe auf Ästhetik, das ist so für mich ganz wichtig. Und bei auch bei dem Glasperlen-Spiel-Feature, solange ich das in meiner Hand habe und dass da halt auch diese Stelle, die ich dann mache, auch mitproduzieren kann, ist alles gut. Wenn es jetzt irgendwie so ein richtiger Popsong wäre, wo ich sage, okay, ey, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, dann hätte ich so keine Schnittstelle vielleicht. Mhm. Weißt du? Aber wenn ich da selber nochmal reingehen kann in den Rücken von dem Beat, dann bin ich ja gerne dabei. Okay, mal gucken, ob du bei dem Song gerne dabei bist. Uff, Queen. Wo du es gerade noch angesprochen hattest. Bohemian Rhapsody. Aus Prinzip, muss. Muss man Queen liken? Ja, muss man schon machen. Der Song ist ein bisschen Musikgeschichte. Also der wird auch, keine Ahnung, in 100 Jahren noch da sein oder in 300 Jahren. Was ich mich noch so gefragt habe, ist, wie möchtest du eigentlich mal, dass an dich zurückgedacht wird, wenn, keine Ahnung, die Leute auf dich in 40 Jahren oder 50 Jahren draufblicken? Ich habe dich ein bisschen älter gemacht, habe dich mal hier durch so eine Älterwerden-App durchgejagt. Ungefähr so würdest du wahrscheinlich aussehen, wenn du keine Ahnung, ach du Scheiße, so ungefähr 50 oder 60 bist. Ach du Scheiße. wie hoffst du, dass dann an den Typen hier gedacht wird, der auf den Bildern ist? The greatest of all time. Goat. Goat. Das genau. Soll auch auf deinem Grabstein irgendwann draufstehen. Genau, Goat. Aber sag mal, was ist sowas, was, wo du sagst, so sollen die Menschen tatsächlich wirklich an mich denken oder das soll im Kopf bleiben? Greatest of all times, alles gut, aber was ist sowas? Immer positiv halt, dass man den Leuten nicht auf die Eier geht, dass man dann, wenn es halt dann auch reicht, irgendwann aufhört, Musik zu machen
und dann korrekten Abgang macht. So. Wann wäre für dich der Punkt zu sagen, okay, das ist korrekt und da mache ich einen Abgang, dann reicht's? Ja, wenn du merkst, so, okay, das interessiert keinen mehr, aber du willst immer weitermachen und bis die Leute, sage ich mal, so schon am Penetrieren, dann ist natürlich ein schlechter Abgang. Und ich glaube, jetzt gehe ich noch keinem auf die Eier und ist alles noch gut. Und wenn ich das aber merken würde, dann würde ich sagen, okay, reicht. Du hast mal gesagt, in irgendeinem alten Interview, dass du dich bei den oberen 10.000 festsetzen willst und Berufsschwiegersohn von einer Ärztetochter werden möchtest. Ist das immer noch der eigentliche Plan? Das ist Plan B, falls das nicht läuft. Okay, also. Ich brauche eine Alte, die mich aushält. Also Bewerbungen für dich, aber nur Ärztetöchter, okay? Oder gehen auch noch andere? Milliardärstöchter, ist egal. Ich mache da keine großen Unterschiede. Ich habe auch keine riesen Ansprüche. Okay. Hauptsache liquide. Alles klar, Bewerbung jetzt an uns, wir leiten das Ganze weiter. Yes! Summer Jam, vielen Dank für Songtinder. Dankeschön. Und hab noch eine gute Zeit. Dankeschön, du auch.